Hallo Leute, willkommen zurück hier zu Craft the World und wir machen hier weiter und basteln Esse, graben hier ein wenig und schauen mal, dass wir hier noch ein bisschen, ja. Hier hüpft wieder so ein komischer Zombie rum. Ja, jetzt brauche ich das wirklich für Fackeln. Hätte ich das gewusst, naja, ist ja auch egal. So, jetzt haben wir hier einen Schlafbereich, jetzt ist die Frage, hier machen wir jetzt nicht weiter, ich glaube wir graben jetzt mal nach hier nochmal. Machen hier noch mal ein bisschen auf, dass wir vielleicht da hinkommen. Müssen wir vielleicht doch irgendwann das doch verlängern hier. Mal schauen, wie wir das alles machen. Wir wollten hier unsere Ausrüstung ein bisschen verbessern und dazu brauchen wir mal Stahl, ne? Können wir mal hier Stahl machen. Jetzt können wir ja Stahl machen. Und kochen tun wir ja gerade. Das passt ja auch. So, jetzt müssen wir nur den kleinen hier wegmachen und die wegmachen. Weiß gar nicht, kriegen wir wahrscheinlich keinen Schleim von denen, oder? Gehirne kriegen wir. Okay, was kann man denn eigentlich mit Gehirnen anfangen? Kann man die essen? Ich weiß nicht. So. Naja, jetzt haben wir hier wieder einen Haufen kleine Tierchen. Okay, wir haben aber nicht allzu viel Holz. Das ist immer noch unser Hauptproblem, mein Hauptproblem, dass wir kein Holz haben. Wir haben zwar Eisen, aber so richtig ressourcenmäßig sieht es hier gar nicht so gut aus. Ja, Kokosnuss kannst du nicht essen, das weiß ich ja. Ja, ich weiß. Das ist alles sehr wenig, was da zur Auswahl steht. Aber jetzt habt ihr ja mal Eier noch dazu. Klar, da gibt es Wasser. Das wäre nicht das Problem. Wasser wäre nicht das Problem. Fleisch ist auch nicht das Problem. Nur halt Holz. Holz ist ein Problem. Oh, hier gibt es was. Ein Kochbuch für den Koch. Haben wir denn einen Koch? Wo ist unser Koch? Hier ist ein Koch. Der darf das hier nutzen. So. Dann wird schon mal besser und schneller gekocht. Und dann ist halt immer noch die Frage, wir brauchen irgendwas, was wir erstmal schneller graben können. Und dazu brauchen wir natürlich Stahl. Stahl. Verstärkte Helme, gepanzerte Rucksäcke. Ah, das ist alles toll. Vielleicht können wir erstmal dem eine Keule geben oder so. Vielleicht so ein Stab hier würde ich ja gerne haben. Dazu brauche ich aber Glas. So. Das müssen wir aber auch erst herstellen. Okay. Das machen wir nicht an der Werkbank, sondern auch an der Schmiede. Also alles Holz, was wir jetzt hier sammeln und haben, wird auch benötigt. So, jetzt haben wir sogar Glas, müssten wir jetzt haben. Mit dem Glas können wir. Ah ja, wir wollten uns ja einen Helden holen letztes Mal, ne? Habe ich schon wieder voll verpennt. Okay, eine Werkbank haben wir. Eine Schatztruhe brauchen wir gerade nicht. Das wäre alles toll, aber das ist alles gerade Luxus. viel Luxus. Und da brauchen wir normales Eisen. Die Eisenspitzhacke, aber für eine Keule reicht es gerade noch. Machen wir noch eine Keule, dann kriegt der hier wenigstens mal eine Keule. Unser Koch. So, sie gräbt mal wieder hier weiter, das ist sehr nett.
Genau, mach die mal weg hier. Du piekst ein bisschen die kleinen Tierchen. Gibt es wenigstens ein bisschen Kohle. Hier unten ist ein Hohlraum, aber da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Wir kramen jetzt hier mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall Licht, Leute. Jetzt sieht es hier irgendwann düster aus. Haha. Und Türen brauchen wir. Rucksäcke sind auch geil. Dafür nehmen wir ein paar Rucksäcke. Was haben denn die Totems für einen Umkreis? Die ist vom Monstern schützt. Ah. Ratten schon wieder. So dreckig hier. Ja, ich werde angegriffen von der bösen Ratte. Ich kann mir sogar Fleisch bringen. Wow. Haben wir irgendwie Stein oder so? Stein. Gerade mal 4. Was? Ziegel. Ziegel? Brauchen wir halt Wasser und Ton. Und aus Ton machen wir aus Erde und Wasser. Na super. So, jetzt haben wir nämlich kein Wasser mehr. Okay, jetzt haben wir aber ein bisschen Ton gemacht. Da will ich ungern Wasser rausholen. Könnte man hier rausholen. Oder wenn es halt mal wieder regnet oder so, ne? Da zum Beispiel können wir Wasser sammeln. Wo wollen die denn hin? Hüpfen da rum. Ah, da kann ich nicht, weil da die super Aura von dem Dinge ist, ne? Genau, machen wir das hier noch weg. Das können wir auch noch wegklopfen. Sammeln wir hier halt ein bisschen Wasser. Das kommt da jetzt so Wasser raus? Echt jetzt? Ohne zu sammeln? Ja, cool. Na gut, ist ja doch nicht so schlecht, die Kakteen. Hat schon, die werden ja völlig unnötig. So, hier haben wir. Okay, das haben wir, das haben wir. Dann. Held, bevor wir es jetzt wieder vergessen. Jetzt war ja der hier vielleicht ein Zwergentrinker, der die Geheimnisse des Universums gelüftet hat und nun weiß, wie man einen Riss in den Raum macht und Portale öffnet. Okay, der kann Portale öffnen. Der kann Portale öffnen. Was kann Ulfa zum normalen Werden dieser genannten Bestie in sich tun? Er kann sich verwandeln, wann er es will. Sie kann halt heilen, ne? Dass die Feinde angreifende Verbündete unterstützen. Aber ihn habe ich halt noch gar nicht. Nostra Zwergus, der Nostra Zwergus, den habe ich ja noch gar nicht gehabt. Nee, ich glaube, ich nehme erstmal sie. Dann brauchen wir einen. Ja, genau, wir haben ja alles dafür. Das ist okay, dann belassen wir es mal so dabei. Ja. Brauchen wir bloß noch das Köpfchen. Und dann können wir das Ding bauen. Da machen wir mal hier mal noch zu. Dann brauchen die wirklich Rucksäcke, glaube ich. Das hat ja so überhaupt gar keinen Wert. Da bin ich ja ewig unterwegs. Also Rucksäcke sind auf jeden Fall cool. Jetzt regnet es auch noch. Machen wir doch mal ein paar Rucksäcke. Oder? Ich mag die Rucksäcke einfach. Oh.
Wie viel habe ich jetzt gemacht? 2 Stück, okay. Macht nichts. 2 Rucksäcke, passt schon. Du jetzt einen und du kriegst einen. Können wir ein bisschen Wasser schöpfen. Hier können wir auch Wasser schöpfen. So. Oh, hier haben wir einen Ausgang, wie auch immer. Irgendwas auf jeden Fall Tolles. Wir haben aber halt leider gerade kein Licht, ne? Was gibt's denn hier? Okay, hier gibt's das. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Wir wollen ja hier erstmal graben. Genau, graben wir mal hier. Wir nehmen jetzt einfach eine Zwergin hier. Zwerg, komm mal her. Wir steuern dich mal und gucken mal da runter. Zack. 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 Auch mal das Ding da weg. Auch mal das hier weg. So, geh mal da runter. Gucken wir mal. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ja. Alles klar. Da sind Ameisen. Ameisen sind da, habe ich gesehen. Okay, Ameis. Okay, wenn ich jetzt da reingrabe. Oh. Dann graben wir halt hier unten durch, oder? Also fällt mir wieder hier alles runter. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ist mir völlig wurscht. Meinen Zwergen passiert ja nichts. So, hier haben wir jetzt eigentlich auch soweit ausgeräumt. Und jetzt sind wir ja vor eigentlich hier oben lang gegangen, ne? Ich glaube, das machen wir auch weiterhin. Wir graben nämlich hier hoch und graben hier zurück und dann gehen wir hier lang. So, das kann ja nicht runterkommen hier zum Glück, aber das hier kann runterkommen. Das macht aber alles nichts, das ist mir alles egal. Das ist alles nicht so wichtig. Wir sammeln hier weiterhin Wasser. So, und da oben kommt noch hier, oh, das hier hin. Das kommt mal weg. Der angelt. Sehr schön. Ganz andere Taktik wie letztes Mal sozusagen. Außer, dass wir schlechte Waffen haben. Ah, Rana, okay. Die brauchen wir jetzt als allererstes erstmal. Wir fertigen Rana. Eine Rana-Statue. Wo ist eine Rana-Statue? Hier. Rana-Statue. Machen wir jetzt hier hin. Und stellen wir die hin. Die stellen wir hier hin. Hier mitten hinein. So, und jetzt bräuchten wir ein paar Skelette. Da sind wir wieder bei einem Thema. Ne? Hier? Wo sind meine Skelette? Das sind zwar Gräber, aber keine Skelette. Ich habe ein Bevölkerungswachstum. Woher denn? Habe ich einen Zwerg verloren? Nee, das ist die Rana. Ah, verstehe. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, ich möchte jetzt trotzdem... Okay. Das ist schade. Irgendwie mag mich das Spiel hier ärgern. Mittelmäßig. Ja, so sieht's aus. Das ist halt wie mein Spiel, ne? Mittelmäßig. Ah, wir haben halt zu wenig. So, jetzt schauen wir hier mal. Ach, ich brauche ja immer noch Eisen. Woher kriege ich denn jetzt frisches Eisen, bitte? Ich sehe hier mal keins. Und hier sehe ich auch definitiv keins. So, du solltest mal langsam hier weg abbauen.
Mach den mal weg hier, bevor der frech wird. Ja toll, dass du jetzt da runterfliegst. War ganz schön knapp, muss ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, Rana, die schlafen sowieso nicht, die Helden. Demnach brauche ich für die gar kein Bett machen. Kann ich da irgendwie... Ah, ich kann das... Warte mal, ich kann das so machen. Jetzt habe ich es verstanden. Zwerg ertrinkt. Was? Wie? Wer? Hör auf zu ertrinken. Nicht ertrinken. Geh dich mal ausruhen, Mensch. Hunger hat sie auch noch. Sollten mal wieder kochen. Ah, das kann ich nicht kochen, aber das kann ich kochen. Kann ich das kochen? Nee, da gibt es Zapfen, habe ich ja nicht. Kann ich das kochen? Wie viel kann ich davon kochen? 5, na super. Wie kann ich davon kochen? 40. 20 machen wir mal. Und, Kokosnüsse gibt es auch noch. Hey, warum meine Zwerge nicht? Gibt's auf die Nuss? Oh, jetzt seid doch nicht so blöd. Danke, Rana. Wenigstens eine, die es kapiert. So, jetzt machen wir das nämlich so und dann ersetzen wir den Sand. Dann fällt es nicht mehr runter hier. So, wir schauen jetzt mal da hinten hin noch. Hier machen wir dasselbe. Ne, hier nicht. Doch, hier auch. Hier machen wir dasselbe. Machen wir so. Da gibt es auf jeden Fall viel Wasser. Wasser sammeln. Können wir mal machen. Das können wir auch mal wegmachen hier. Dann können wir auch Wasser sammeln. So, wie sieht es denn aus? Eine Leiter. Wir haben eine Leiter. Das ist ja der Hammer. Das ist echt der Brecher. Da können wir wieder mal was machen. Okay, 4. Das ist doch schon mal ein bisschen Licht, wenigstens ins Dunkel, ne? Okay, sie schläft und er schläft. Das ist schon mal was. So, da sammeln wir auch noch ein bisschen Wasser. Ach, ich wollte doch... Hier das hoch wollte ich. Naja, gut. So, hast du es jetzt hier weggemacht? Super, dann machen wir hier doch mal ein Licht hin. So, und jetzt schauen wir mal da hinten hin. Genau, da will ich denn Erde haben. Bringt jemand Erde mit? So, ich möchte eigentlich graben. Was machst denn du jetzt da? Jetzt lass doch das, die Dinger da in Ruhe. Was willst du denn da sammeln? Ach so. Verstehe. Okay. Das war natürlich äußerst wichtig. Gut. Wenn die meinen. So, genau da hoch. Mach mal da Licht. Das ist schon mal immerhin etwas, ne? Hallo, kann mal da einer... Jetzt. Okay, jetzt kommt was. Okay, das können wir wieder wegmachen hier. So, hast du es jetzt... Ne, auch noch nicht. Mann. Jetzt können wir eigentlich hier eine Leiter hin machen. Dann könnte ich hier oben langlaufen. Ah. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Türen. Was hat wohl Eisenerz? Ich krieg einen Vogel. Da ist nur Kohle. Was soll ich da mit Kohle? Kohle brauche ich jetzt wirklich nicht. Okay, schauen wir nochmal in die Forschung. Stahl. Okay, Stahl habe ich das. Ja, das ist interessant. Ziegel. Genau, dann machen wir mal ein paar Ziegel hier. Ich glaube, Ziegel sind ganz cool. Und dann machen wir... Nein, wieso ist denn da...
Spannend. Gut, das war auch wieder super intelligent von mir. Also es gibt's auch nicht. Hau das da weg und... Naja. Sand ersetzen. Ja, mach das mal. Ein Buch des Jägers, was völlig unnütz ist. So, dann möchte man hier Sand ersetzen. Sand ersetzen, Sand ersetzen. Ersetzen. So. Buch des Jägers. Haben wir denn überhaupt einen Jäger? Fischer, Steinmetz. Nö, haben wir nicht. Egal, kriegt halt irgendjemand. Koch da, der ist doch super. Jäger. Zack. So. Also Blätter haben wir genug. Holz haben wir nie genug. Das können wir abholzen. So, du sollst nicht dauernd diese Stacheln sammeln. Ist ja nur am Stacheln sammeln, oder? Jetzt habe ich 1 Million Stacheln. Mensch. 1 Milliarde Stacheln. Trillionen Stacheln. Ich würde ja gerne mal Fisch hier. Wie sieht's denn aus? Ach, Kohle. Jetzt fehlt mir auf einmal wieder Kohle. Eigentlich wollte ich das verhindern. Naja. Da bin ich halt noch nicht so gut drin, ne? Also irgendwie latschen die auch nur hin, holen ein bisschen was ab und hauen wieder ab. Oh Gott, der ist zu blöd, da hochzulaufen. Oh Gott. Er kommt da nicht hoch. Aus der, in die Grube. Der fällt immer in die Grube. Okay, dann, ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, naja, wie dem auch sei, wir versuchen unser Bestes. Mal hier ein bisschen besseres Zeug hier auch zu bekommen. Jetzt fehlt mir aber immer noch Eisen. Aber wir können einen Stab zumindest mal machen. Für den Magier. Und den, glaube ich, haben wir noch Bogenschützen. Aber Bogenschützen sind jetzt mal gar nicht so cool, wie man denken könnte. Ein Helm vielleicht noch. Können wir noch produzieren. Das Ding ist halt... Holz ist halt echt gerade eine wichtige Ressource. Vor allem für unsere Betten und so. Also da wäre das schon gar nicht mal so schlecht. Entfernen wir mal die Leiter hier. Warum zieht die eigentlich ihre Mütze aus? Ihren Helm. Weil es hat auch gar nichts gebracht, oder wie? Hm. Das verstehe ich gerade nicht hier. Egal. Dauert mir auch alles zu lang hier, muss ich ehrlich gestehen. Was macht ein Rana jetzt eigentlich da unten? Die sammelt wenigstens ein bisschen was. Und was macht sie mit den Fröschen? Die produziert jetzt einfach mal lustig Frösche. Und was machen die? Hüpfen halt hin und her. Die helfen mir gerade nicht so. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir mal hoffentlich hier ein bisschen weiterkommen. Das sieht gerade ein bisschen... Ja, ist gerade ein bisschen mickrig, muss ich sagen, was hier passiert. Nämlich nicht so viel. Wir haben extrem wenig Licht und haben hier extreme Probleme mit dem blöden Sand, der hier immer wieder natürlich herunterfällt. So, jetzt dürfte er eigentlich nicht mehr runterfallen, Mensch. So, jetzt ist das Problem,
Wenn ich nämlich jetzt hier hochgehe und das ersetze, dann kann das zwar nicht mehr runterfallen, aber das der nächste Block. Oder ich produziere, wie man es mir ja schon gesagt hat, diese Dinger hier. Stelle die dann einfach drunter. Eine Möglichkeit. Probier mal dann hier aus. Moment. Achso, die müssen wir erstmal produzieren. Die müssen ja erstmal produziert werden. Jetzt läuft die auch noch runter. Jetzt mal gucken, wie weit sie kommt. Den ganzen Sand auf dem Kopf. Ja, super. Jetzt sperrt die sich ein, oder? Natürlich sperrt die sich ein. Dann sind auf jeden Fall alle Blöcke weg, ne? So, und jetzt? Wohin? Wohin möchtest du? Da geht's auch nicht raus. Naja, so geht's auch. Ist ja relativ schnell dann sogar. Na gut, dann bedanke ich mich bis zum nächsten Mal und tschüss.